Das ist Kübold, das Maskottchen der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt und ein Meister der geschmeidigen Notrufkommunikation. Heute bringt er uns eine einfache, aber super hilfreiche Lektion bei. Die fünf wichtigen W-Wörter, die man sagen muss, wenn man die Feuerwehr ruft. Bist du bereit? Gut. Erstens, wer? Wer meldet den Notfall? Nenne deinen Vor- und Nachnamen und gib deine Telefonnummer an. Das ist wichtig, falls es Rückfragen gibt. Zweitens, wo? Wo ist der Notfall? Nenne den Ort, die Straße, die Hausnummer, das Stockwerk und bestenfalls markante Punkte in der Nähe. Drittens, was? Was ist geschehen? Beschreibe die Notfallsituation kurz, aber möglichst genau. Zum Beispiel muss die Feuerwehr wissen, ob es besondere Gefahren zu beachten gibt. Viertens, wie? Wie viele Betroffene sind zu versorgen? Die Feuerwehr muss wissen, wie viele Leute in Not sind und ob jemand krank oder verletzt ist, denn dann müssen sie vielleicht noch andere Einsatzkräfte alarmieren. Fünftens, warte. Warte noch auf weitere Anweisungen. Lege niemals als Erster auf, falls die Feuerwehr noch was wissen muss, woran du gerade vielleicht nicht denkst. Und das war's schon. Wenn du diese fünf Worte drauf hast, wirst du die Notrufkommunikation genauso geschmeidig beherrschen wie Kübold.